Landet wieder. Kann man ja mal schießen raus. Weil er an Hauptrode rumliegen hat. Ja, ein Zombie hat ein M9 Magazin, glaube ich. Ah, okay. Geil. Stand irgendwas von wegen Drop. Der Typ macht seinen Motor aus. Pass mal auf, dass der keine Faxen macht. Ja, ich schau den Fernlass an. Ja. Der Zombie hier hat einen M9. Hier direkt vor mir, ich ziehe auf den. Ja, der hat nur Motor ausgemacht, der ist nicht raus, oder? Nee, der chillt da. Ich seh ihn auch nicht, ja. Seid ihr am Umräumen? Sascha, du räumst um, ne? Ja, ich nee, bin der ist rein. Raus, der ist raus. Ich hab den nicht mehr, ich hab nur noch einen UH auf. Warum passt du da zu dritt auf? Ich helfe jetzt beim Umladen. Hast du das Magazin mal genommen, Peter? Der steht nee, da drüben am anderen Hubschrauber und zielt auf uns. Ja, in dem Hubschrauber ist jetzt auch ein M9 drin, das kannst du auch rausnehmen. Halt du ihn auf jeden Fall im Visier, weil du hast die größte Reichweite jetzt gerade. Er kommt auf uns zu, ne? Nein, 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 steht da, steht da, ich seh ihn ja im Zielkreuz, ne? Soll ich den Motor schon mal starten? Er guckt ich auch im Fernlass. Was? Er guckt auch im Fernlass. Boah, ich könnte ihn jetzt so locker erschießen, ne? Ja, Nito. Worauf warten wir, Mann? Auf ein Zeug zu looten. Soll ich? Nee, lass Nein. es. Oh, er wäre so tot. Wenn, dann müssten wir alle. Toll, der Heli hat nur noch 4 Plätze. Ja, die sind noch 2. Oh, ich habe gerade ein PDW-Magazin aufgenommen. Ich habe keinen Platz mehr in meinen Secondary-Dings. Ich kann aber was ins Backpack gucken, ja. Ja, hier sind jetzt noch 3 rohes Fleisch und 2 PDW-Magazine drin. Krieg ich rein. Und die eine Remington mit dem Flashlight. Die Remington und die ASK 145 Meter. Die eine habe ich auf jeden Fall in meinem Backpack. Ja. Nur noch die beiden Kniffen drin. Ja, brauchen wir die oder brauchen wir die nicht? Nein, ja. Brauchen wir nicht. Opa, ist die nicht gut? Nein, also wieder zurück zum Lager, ja? Alle ey, der steigt in das Flugzeug ein. Ja, soll er doch. Wir haben der das doch gelootet. Das Flugzeug? Ist okay. Nee, wer weiß, was er vorhat. Er will fliegen. Der wird ja, uns schon nicht rammen. Er rammt er seinen eigenen Heli. Warte mal. Nee, ja, na. Aber wenn er weg ist, dann packen wir erstmal seinen Hubschrauber ab, oder? Ja. Okay, wir tun so, als ob wir noch umladen. Komm. Ja. Dann nehmen wir mal, ich chill jetzt hier kurz. Vertraue der Sache nicht, nicht dass er nachher hier. Wollt eh die Remington hier bei mir reinpacken. Hier ist noch die AKS Cobra drin. Ja, nimm die auch mit. Der startet. Jo, und jetzt fahren wir im Auto dahin? Nee, nee, chill, lass ihn erstmal schön fliegen. Ja, genau, lass ihn erstmal weg. Muss davon ausgehen. Ja, jetzt kann er nicht noch so schnell landen. Der muss erst drehen, das ist eine Zeit. Go. Fahr das Auto dahin, ja? Ja, gib Kit. Ha! Er dreht. Ja, und? Dreht. Aber so schnell kann er nicht landen. Kommt er zurück? Nee, der wendet gerade, aber. Der stürzt ab. Ja. Der stürzt ab! Nee, der stürzt nicht ab. Der landet wieder. Ja. Ach, schade, der fasst jetzt zurück. Ja, ist so. Autos leer. Steigt ein, komm. Steigt alle ein. Fliegt zum Lager. Der fliegt voll auf uns zu, Alter. Ey, wartet mal, ne? Wenn er nämlich fail landet, dann können wir trotzdem noch gucken. Das stimmt. Und vor allem. Warte mal auf das Landemanöver von hier. Ja, mach nochmal aus. Ne, der kann nämlich an. Der Hubschrauber ist voll. Der kann hier nicht landen. Ach. Der kann so nicht landen. Komm jetzt rein. Oho. Nee, der hat so eine Autohuber-Funktion, genauso wie die Hubschrauber, sowas ähnliches. Nein, haben. Hat er nicht. Das geht nicht. Kommt jetzt rein oder nicht? Ja, warte mal, wir können eigentlich mal was machen. Mach doch mal ab. Jetzt spinnt ab. Oder? Nein. Ach, Alter, lass mal warten. Der kann ja in der Luft stehen, Alter. Was ja, nein, der lenkt einfach komisch. Wir haben keinen Platz mehr in unserem. Ja, dann nehme ich das Auto und fahre dann ein paar zum Lager. Der landet.
Ja, lass nochmal kurz warten, wie der landet und dann können wir immer noch. Wir fügen uns Kreise. Okay, ab rein. Jetzt ab, rein. Noch mit drin. Jetzt muss er nämlich erst in der starten und los. Hast du einen Nachtpoint? Ja. Einfach Gas geben. Oh Leute, da schon 10 ist noch da, Alter. Jo. Das kannst du bei gut machen hier. Ja, werde ich jetzt auch, glaube ich, tun. Hey Leute, wir sind so die Bunkerschweine. So. Wir haben 3 Tonnen Verpflegung hier überall. Oval. Hey, ist jetzt Tag 3, nee, Tag 3, wo ich nicht gestorben bin. Wir werden immer besser. Ist so. Der Mensch stirbt eigentlich nur noch durch Bug. Oder nicht? Ja, ja, ist so. Okay, gestern bin ich glaube ich einmal gestorben. Ja, gestern. Habe ich mich aber ja noch selber genootet, zum Glück. Weißt du noch, hab ich die Aktion, Alter. Ja. Hinter uns ist keiner, ich kann keinen sehen, aber du fliegst ja eh hier ziemlich versteckt. Das ist gut. Ja, ich geb mir Mühe. Du musst jetzt nur noch über diesen Berg da rechts von uns quasi. Ja. Hinter dem Berg hier. Aber machst einfach so eine Kreisung. Oh, mein Typen ist schon wieder fressen. Ja, ich bin auch die ganze Zeit immer am Fressen. Das schaut voll ab, Mann. Das hat er erhöht, dass die Essensbedarf. Ja gut, so wie wir in unseren Trucks haben, hier kannst du da 3 Wochen lang leben. So. Aber wir dürfen halt auch nicht vergessen, wir sind halt auch 5 oder 6 Leute, ne? Ja. Die Leute zu verpflegen, das kostet erstens Zeit und auch halt Material. Ja, Carsten, weil Carsten auch spielt, der spielt ja wieder GB. Ja. So, es hat keine Zeit mehr. Ja. Ja gut, wir sind aber auch im Prinzip jeden Tag unterwegs und holen neues Zeug dazu, ne? Es wird ja fast eben nicht weniger. Da hast du auch recht. Guck mal, wir haben jetzt schon 3 Urals. Ja. Ja, wir müssen mal ausmisten. Jetzt brauchst du nur noch ein Stück rückwärts fliegen, dann bist du da, passt das. Bisschen ausmisten, also das Zeug brauchst du auch ja alles, was wir da haben. Ist so. Weil wir haben halt voll viel Munition halt auch gesammelt. Ja, wir haben auch Waffen, die wir halt nicht brauchen, wie eine AKM oder so. Ja, aber wenn jemand stirbt und man den nicht schmücken kann, dann hast du wieder eine Waffe. Das ist doch super, dann kannst du sogar auswählen. Genau. Deshalb sammeln wir das ja. Okay, der bleibt anscheinend stehen. Ja, da musst du erstmal warten. Sieht aber gut aus. Ja, sieht sehr gut aus. Nichts gegen meine Einparkkünste. Nein, nein. Aber ich tue dir deine Pepsi hier in Heli, ne? Achso, mein rohes Fleisch behalte ich mal im Rucksack, das können wir ja gleich direkt braten, ne? Ja. Muss was essen. Ich muss Mama machen, ich hab Hunger. Ja, ich schon Bock auf diese L85 Holo, ne? Die ist cool. Oh, sehr voll. Ich mach schon mal ein Feuer, ja? Und so alles, damit wir das mal direkt machen können. Ready mal. Hast du überhaupt Streichhölzer? Naja, ich hab alles. Für ein Heli. Hört ihr ihn auch? Ja. Da hinten ist er. Abfuck. Frage, ob der uns sieht. Der fliegt außen, Alter. Der fliegt extra außen. Stimmt, aber vielleicht hat er uns noch nicht gesehen. Wir sind ja hier versteckt. Ich glaub nicht, dass der uns gesehen hat. Da hinten. Siehst du? Hier direkt vor mir da. Frage, ob der uns gesehen hat, ne? Ab in die Bäume. So. Ja, und der Heli steht da halt relativ offensichtlich. Bäume. Wir haben ja fast kaum Bäume. Ja, aber so offensichtlich ist er halt auch nicht. Weißt du, der war schon relativ weit weg. Gut, dass die Urals hinter den Bäumen standen, von der Seite aus gesehen. Der sucht uns jetzt. Na, ich glaube auch. Macht er wirklich? Ich mach wie gesagt Feuerholz jetzt. Da hinten bewegt sich einer auf uns zu.
Auf der Map? Ja. Wer ist das? Wo? Hier. Wo bist du denn, vorne? Peter? Links? Ach nee, das ist einer von uns, ne? Achso, der Javi war das. Scroll kurz, wenn du auf den zeigst. Dann wird der Name angezeigt. Ja, wir können schon wieder den Standort wechseln, oder? Nö, bis jetzt passt. Ach fuck, ich hab nicht genug Platz in meinem Inventar für Holz zu haben. Na gut, Jungs, ich gehe jetzt erstmal auf. Jo, alles klar. Ja, tschüss. Wenn du wiederkommst und es sind keine Fahrzeuge mehr, dann wurden wir geplündert. Ja, garantiert euch nichts. Aber hier, der das findet, Junge, das ist ein ganzer Schatz, hat er gefunden. True story, bro. Ja. Oh, der Heli ist bis auf die zwei Knarren leer. Für einen Helikopter? Ich auch. Ja, alle in die Bäume. Also ich höre gerade keinen. Ich gehe hier auf den Berg drauf, um zu gucken, ob jemand kommt. Mach immer weiter. Ciao, ciao. Ja, User disconnected from your channel. Mach das Feuer mal. Ja, ich mach das direkt vor den Urals einfach. Boah, wie ultra weit ich von hier aus sehen kann, Junge. Ja, wir müssen ja noch eigentlich einen anderen Hubschrauber finden, einen zweiten, ne? Ja. Okay. Guck mal das Fleisch wieder raus, dann brate ich das schon mal. Achso, Sven. Ja. Mach dir mal zwei neue Tasten für Autohuber an und Autohuber aus. Ja, hab ich auch gemacht. Ich hab meine auf scharfem S ist an und daneben rechts die Taste ist bei mir aus. Musst aber zweimal drücken. Musst du einstellen, weil sonst ist die Taste schon vorgegeben. Ja, da einfach zwei Tasten, die nebeneinander liegen, die noch nicht vergeben sind. Und die belegst du am besten aus. Zweimal scharfes S drücken heißt an und zweimal Apostroph heißt aus. So hab ich mir das einfach eingestellt. So, wo ist im Heli noch rohes Fleisch? Ja, ne? Nein. Ich hab das alles in den zweiten Ural gepackt. In den alles mittleren. Leer. Okay, dann hol ich mir jetzt gerade die raus. Letzte Knarre raus und alles, was jetzt noch drin ist, gehört mir. Also meine Knarre plus die exklusiv geschossen habe. Hier ist eine Ziege. Dann knall ab. Ja, gerade am linksten. Beziehungsweise hier war eine Ziege. Okay, die Leiche von der Ziege steht jetzt hier. Also ich muss mal gerade mein Magazin in meinen Rucksack packen, sonst kann ich kein Fleisch transportieren. Wieso kann ich die Ziege jetzt nicht looten? Was soll denn der Schwachsinn? Ich höre hier aber wieder einen Helikopter. Der fliegt hier oben, der sucht uns der Affe, echt. Mhm. Ich bin hier oben auf dem Berg, ich sehe keinen Helikopter. Ja, nein, aber ich höre ihn. Da kommt er. Direkt auf uns zu. Das war's, wir können umziehen. Guck. Sehen halt nicht. Ich doch, der schon. Kommt da. Ich hab mein Scharfschützengewehr, also er kann nichts machen, ich hab mein Scharfschützengewehr. Vielleicht sollten wir ihn einfach locken, dann fahren wir halt einfach weg irgendwie. Klauen alle, klauen sein Heli und so. Lass mich jetzt von dem gar nicht beeindrucken, wenn der aussteigt, ist er tot, ganz ehrlich. Ja, aber dann wirklich, wenn er wirklich aussteigt. Ja, ist mir egal, wenn der aussteigt, wird auch ist er tot. Geschossen. Ich nehme jetzt schon meine Standards wieder raus. Na toll, dann können wir die Helis wirklich, die Oral wirklich umparken. Dann müssen wir wohl. Wie finden die uns immer so verdammt schnell? Ja, der hat halt wahrscheinlich ungefähr gesehen, welche Richtung und ist dann hinterher. Ich bin. Hast du gesehen, wie ich Slalom geflogen bin? Der landet nicht, ne? Ne, der traut sich nicht, wird er niemals machen. Wo ist der denn? Der aber der genau kann über mir, dass ich ihn sehen kann. Sehen? Wir noch ja, ich hab ihn im Visier, ich könnte ihn jetzt abschießen, rein theoretisch. Ja, in dem mittleren Ural ist noch was.
Okay, das werde ich auch noch probieren. Okay, er fliegt weiter. Nee. Wirklich nicht weiter. Er dreht sich nur. Jetzt kommt er runter. Okay. Das heißt. Na komm, mein Freund. Passt auf in Deckung, wenn er sich an sein Ding setzt. Ich hab ja mein Scharfschützengewehr, ich hab ihn im Visier. Ich weiß nicht, ich glaube, der will uns provozieren. Erst wenn er landet, schießen wir. Wenn er landet, schießen wir den raus. Er hat sein Cockpit von mir weggedreht. Vergessen. Kommt nicht. Also wir dürfen ihn auch jetzt nicht rausschießen, sonst fliegt der Heli runter und explodiert hier. Was ist das für ein Wichser? Vor allem, wer hat er uns gefunden? Jetzt noch mal gerade durch. Warum hat sich denn jetzt meine Tastatur auf Englisch gestellt, Mann? Ja, das Ding ist, wir können halt jetzt auch nicht weiter, ne? Nicht wirklich, nein. So, ich habe jetzt alles. Vorsicht. Dann schießen wir. Der landet, auf jeden wenn, Fall. Wenn er aussteigt, wenn er schießt, auf jeden Fall. Auf der linken Seite steigt er aus. Ja, ne? Ja. Was los? Wir können nicht schießen, wir können den dann nicht schießen. Ich bitte darum, dass er aussteigt. Ich bitte einfach darum, wirklich. Komm. Er traut sich nicht, der startet wieder. Ah, da ist er. Hinter. Oh, hab dann umgelegt. Ja, ich hab direkt geschossen. Ja, gezielter Headshot. Ah. Boah, ich hab einen richtigen Adrenalinstoß bekommen. Ey, der hat einen Sniper, ne? You ain't, was? Wir sind nicht wir sind nicht nett, hat er gesagt. Ach so. Alter, was ist los mit mir? Was heißt, you were... Hunting? Er will uns jagen und unsere Fahrzeuge. Ab in die Luft sprengen, ja. Ja, das habe ich mir fast gedacht, dass das bei rauskam. Also, wir haben... cool. Fette Knarre. DMR der Hubschrauber von dem ist im Arsch. Der DMR hier ist drin. Ah, der hat nicht so viel, der hat ein paar Stanax, hat der. Ja. Bandagen. Oh, die N24 können wir looten hier. Loot-Reserve. Ja, der hat eigentlich nicht viel. Ja, die Fuel-Can können wir vielleicht noch nehmen. M-Kamot hat der. Achso, wenn er uns auf den Sack geht, können wir immer noch dafür stimmen, dass er rausgeworfen wird, ne? Ja, aber wir haben ihn abgeschossen. Aber hier ist ein Nachtsichtgerät drin. Nimm mal dem jemand sein Backpack ab. Der hat das dickste Backpack überhaupt. Wir sind noch Antibiotics bei dem. Boah, ich hab grad voll zittrige Hände, Peter. Ich fahr mal den Ural hier hin, warte. Alter, aber keiner von euch hat reagiert, ne? Ich bin doch, wir haben alle geschossen. Jeder hat geschossen. Echt? Also ich hab auch. Ich hab ihm voll den Headshot verpasst, Junge, aber unnormal. Ich war am Ziegelfleisch recht fuck. Das Gute ist, wir haben jetzt wieder zwei Helikopter. Wir haben jede Menge Stanax, ne? Oder war das der volle Ural? Nee, ne? Nee, ja doch, nee. Der hat nur noch einen Platz jetzt. Hol mal den ich anderen. Ich hol noch einen. Dann ziehen wir direkt um, Alter, aber sofort. Ja, ziehen und wir sofort um. Wir müssen aber an den Arsch der Welt ziehen, ne? Also irgendwo. Ah, der Heli ist aber beschädigt hier. Der hat auf jeden Fall Scheiben kaputt.
Ja, aber der kann ja fliegen. Haben wir ja gesehen. Nimmt mal jemand sein Backpack da von dem? Gleich, da den Watt, als der Ural da ist. Vorsicht! Na, nee, nicht einfach loslaufen. Wie viele Leute sind wir denn jetzt gerade? Drei. Wir sind vier, ne? Vier, ja. Der Schmied ist noch da. Ja, wir müssen einen Heli leider stehen lassen, ne? Ja. Oder einen Ural. Ja, ich bin dafür, wir lassen einen Ural stehen, weil so schnell kommt der nicht hier hoch. Nee, nee, der kommt auf gar keinen Fall schnell hier hoch, egal was passiert. Wie viel ist der denn noch da überhaupt? Ja, der ist noch da. Und Kitty ist noch da. Da soll der doch herkommen, der wird sofort auseinandergefickt, Alter. Ja, ich hab halt jetzt alles. Ich hab Military Flashlight und. Ja, die ist aber nicht so gut, wie man am Anfang denkt. Ich hab mir doch wieder die normale genommen. Also im Heli. Ich wollte aber wieder da oben auf dem Berg drauf, ne? Und vier DMR-Magazine und eine DMR halt. Cool. Aber ich kann nicht. Warte, ich krieg den. Wo ist der Ural? Hast du den geholt? Ah ja, hier ist er ja. Ich tu mal gerade meine Waffe hier rein. Meine Standard. Ich leg mich wieder oben auf dem Berg, ne? Zur Not. Als Sicherheit. Aber wer nimmt denn den M24 und zieht ihn nach DMR vor? Die DMR ist doch besser, oder nicht? Ja, der ist doch ausgestiegen einfach. Hätte er wahrscheinlich nicht erwartet, dass wir den sofort platt machen. Kann ich ja die DMR hinnehmen, oder? Wo ich meine Waffe ja, dann streitet ihr halt euch ein bisschen um die Munition, aber... Aber ey, ganz ehrlich, es wird Zeit, dass hier ein bisschen Action in das Spiel reinkommt. Voll die Action. Hat richtig gekribbelt, Junge. Das war halt voll der kalte Krieg, ne, die ganze Zeit. Ist so, das war richtig der richtig kalte so, Krieg. Was will der? Was will der? Deshalb hab ich auch so zittrige Hände gehabt eben, weil... Echt? Du bist halt gar nicht abgebrüht, Dennis. Halt ja, aber es ist doch das erste Mal, dass hier mal was passiert. Fuel Can ist hier übrigens auch noch drin hinten. Nice. EM4 kann man drin lassen, ne? Und ein Rangefinder hier für einen von euch Scharfschützen. Dann würde ich sagen, wohin fliegen wir? Ich hab... Hier ist noch ein Rangefinder drin hinten im Heli. Mhm. Für den Scharfschützen. Das ist ja die Mann drin. Sagen wir nochmal kurz zwischenzeitlich zu unserem ersten Lager. Ich hab auch mal überlegt, ob wir nicht einfach dahin sollen wieder. Zwischenzeitlich zu unserem ersten Lager zurück. Stuttgart, ja, ich würde, weil das ich Einzige, mir der das da kennt, Rucksack. Ist der Ronk und der Gong. Und die tun uns nichts, weißt du? Ja, ja, aber trotzdem würde ich da keine Sachen hingehen, das wäre mir zu riskant. Oder wir stellen. Ja, zwischenzeitlich erstmal, bevor wir was Neues haben. Einfach dahin erstmal fahren, um da wieder zu treffen, damit wir hier weg sind. Gerade, ne, Peter? Ja, ja, genau, das allererste. Da, ich habe schon positioniert meinen eigenen Marker. Das ist, das ist 008 und 014, also 008 von oben und 014 von links. Das ist ja auch nicht so, obwohl das ist vor allem im Auto. Ja, aber egal, wir fahren einfach. Machen wir schon. Also wir müssen auf jeden Fall alle drei. Da sind nämlich noch ein paar Waffen drin. Das Wichtige ist, dass alle drei Urals verschiedene Strecken fahren, damit der, wenn der einen von uns kriegt, so, damit wir nicht alle drei Urals auf einer. Schade, dass man sehen kann, wer ihn getötet hat. Das hätte mich nämlich mal interessiert. Ich war's auf jeden Fall. Ich habe ihn von den Headshot verwendet. Der Rangefinder ist immer noch hier drin, ne, Kinder? Ich habe da ein Video davon, du Held. Ja, ich habe auch geschossen. Hast du das Scharfschützengewehr jetzt oder Ravi? Nee, Ravi. Ich habe gedacht, der Ravi kann das Scharfschützengewehr. Ravi, der Rangefinder ist hier noch im Heli drin, ne? Du gehört? Ich habe eine Range. Achso, habe ich nicht. Ja, geil. Immer die Box of Matches. Den will ich haben. Hat der Typ noch irgendwas? Kompass, eine Bandage hat er noch. Vielleicht hast du noch Platz für eine Bandage, Sven? You usually let me live, was? Sven, du hast gerade deine 3 M9 SD und die M9 dahin gemacht. Ja, weil ich die SD haben wollte. Dennis, schreib dir mal, dass der keinen Fuß mehr in unsere Lager setzen soll. Das ist meine Magazine. Wenn er das nicht tut, ist er dämlich einfach nur. Oder warum er uns in unser Lager folgt. Wer hat denn jetzt meine M9 Magazine genommen? Rangefinder. Nice. Hier ist übrigens noch ein Nachtsichtgerät drin, ne? Oh. Der Hubschrauber. NV Googles. Aber das nehme ich mir jetzt. Hab ich gefunden. Boah, geil. Nachtsichtgerät. Und wie mache ich den Rangefinder an? Was größer, Patrol Pack oder Assault Pack? Ich fuck mich voll ab, dass meine Tastatur auf einmal auf Englisch ist hier in dem Game. Das war vorher nicht so. Ich stelle hier mal nochmal hier so auf Englisch. Nein, geh mal, mach mal Windows und Alt und Tabulator. Hab ich und jetzt bin ich wieder drin. Nee, jetzt musst du unten. Geh, mach mal Alt Tabulator auf deinen Desktop. Alt? Dann hast du doch rechts unten dann das Alt-Tabulator, ja, dass du auf den Desktop kommst. Das steht auf Deutsch, Peter. Steht auf Deutsch, ja, Tastatur? Ja, dann müsste dem Spiel eigentlich auch auf Deutsch sein. Ich sehe aber nicht. Mit dem Spiel kann ich es irgendwie nicht umstellen. Ja, aber ziemlich viel Benzin verbraten, ne? Wir hatten jetzt und das die Urals sind alle fast leer, ne? Du, Ravi, ne? Ne, der Sascha. Ne, ich hab das. Achso, okay. Wie viele Plätze hatten das? Ich fahr den ersten Ural schon mal dahin.
Oder ich fliege am besten, ne, mit deinem Hubschrauber. Soll ich mit dem ersten Hubschrauber schon mal fliegen? Ich fahre auf jeden Fall mit dem Auto. Da kann ich nicht viel falsch machen. Ja, ich fahre. Ich fliege jetzt erst schon mit dem ersten Hubschrauber los. Der Sascha, Sascha, Sven und ich fahren mit dem Auto. Weißt du, was wir machen? Sascha? Ja, das mache ich noch mit und dann gehe ich auf. Nein, Sascha! Ja? Wir beide fliegen jetzt mit beiden Hubschraubern dahin. Ja. Dann fliegst du mich wieder zurück und ich hole den letzten Ural noch. Ja, das geht schneller. Das ist die bessere Idee. Machen, ja. Dann nimm du den einen Hubschrauber da, ich flieg mit unserem. Ja. Ja, haben wir denn noch genug Benzin überhaupt? Der dritte und hast du den? Leer. Ja, meine auch. Ja, das hilft nichts. Ja, dann bleib mal liegen, Peter. Chill mal. Nein, ich bin noch mit dem. Ich bin mit ein ganz klein bisschen davon bis von da hinten bis hier hingefahren. Ja, dann müssen wir trotzdem am Airstrip tanken gehen, oder? Hier sind irgendwo noch Fuel Cans drin, die sind voll. Warte mal gerade. Ja, das reicht auch schon. Guck dir erstmal gerade hier. Da, in meinem sind sie nicht drin. Meiner ist aber auf jeden Fall fast leer. Das Was waren die alten Koordinaten? 12, 131, ne? Nee, warte. Nee, nee, nicht, war das, die, das allererste Camp. War das 09? Ich sag's dir jetzt sofort. Hm? Sekunde. Ich hab mir noch einen Marker gesetzt. Wo ist. Achso, hier. 08 41. 08 41. 41. Ja, also da. 08 41. Gut. Ja, genau. Ich will refuelen. Ja, wir können euch ja gleich immer noch Kanister vorbeibringen. Das ist ja nicht erst der Akt. Wir haben ja Hubschrauber. Das Ding ist einfach nur, dass wir jetzt schon mal den einen auf jeden Fall in Sicherheit bringen müssen. Weißt du? Ja, ja, aber ich habe ja hier zwei Fuel Jerrycans. Keine Ahnung, ich fahre einfach den euch Menschen hinterher. Wir sagen, fahr einfach schon mal irgendwo hin und dann sagen wir dir gleich die Richtung ungefähr. Weißt du, das ist ja 00841. Jetzt pass auf, dass du nicht gegen mich fliegst, wenn ich starte. Also, der Ural hier, den. Mein Ural ja, hat noch ein weniger als dritte meiner auch. Was ich weiß, die haben alle mega wenig. Zur Not bleib halt liegen. Wir sind 9,1 Kilometer von hier. So, dann wir sind es 4,9. Mach mal vor. Wir sind es 4,9 Kilometer, was ist los? Bei mir sind es 9 Kilometer. Was? Ja. Ne, 14 war es. 14,9, ne? Ja. Bei mir sind es 8 Kilometer. Ach, was, ich hab mich verklickt. 14,009, ey, ich verstehe das ja. 14 senkrecht und 009 waagerecht. Nicht 14. 41. 41? 41 senkrecht, ja? 41 senkrecht und... Warte, mach kurz mein Auto-Huwe an, dann muss ich nochmal kurz gucken. Ja, guck lieber nochmal nach. Wäre schon gut, wenn wir alle in die gleiche Richtung. Könnt ihr mir nicht irgendwie was sagen, was da in der Nähe ist? Du musst mehr reinzoomen, Sven, dann siehst du die kleineren Kästchen. Die Map mehr reinzoomen. Ja, los. Also, von oben 008. Ah, okay. Was ist da? Und von der links 41. 008 und links 41. Okay, weiß ich Bescheid. 008. Ja, ich weiß es jetzt. Das ist unten links, ja? Ja, so. Aber, ja, okay. Ich glaube, ich... Warte mal. Gibt's irgendwo eine Straße in der Nähe? Da hab ich auch gerade überlegt. Nee, gibt's aber Fahrt nicht. Fahrt mal nicht Straße, da lässt uns lange dauert durch. Das müssen wir so machen. Fahrt einfach durch irgendwelche Büsche durch. Bei mir sind's 9,1 Kilometer. Ja, schon? Also, fahrt so wie ihr wollt, das ist euer Risiko, sag ich mal so. Ich ja, fahr vor denn. Wir den Berg stratzen, oder? Ja, richtig hässlich. Fahrt einfach außen rum. Ja, das eben, fahrt außen rum. Das ist aber eine hohe Position, ne? Ja, es geht.